So, hallo Erik, schön, dass du heute da bist bei der 6. Karlsruher Jugendkonferenz. Wie fandst du sie denn generell heute im Rückblick? Ich fand die Jugendkonferenz wie immer sehr schön. Es gab viele interessante Themen, über die wir gesprochen haben. Es waren jetzt dieses Mal eher kleinere Themen, wo ich denke, wo auch gute Lösungen mit vernünftigem Aufwand zu finden sind. Und das freut mich, dass wir so konstruktiv die Anliegen der Karlsruher Jugendlichen hoffentlich aufnehmen können und hoffentlich auch vieles davon umsetzen können werden. Bist du denn selbst bei einem Projekt so mit Herz und Blut dabei oder bist du auch vielleicht selbst Pate geworden? Ich bin jetzt Pate geworden beim Projekt Skaten. Da geht es darum, dass viele Skateanlagen in Karlsruhe nicht mehr in einem besonders guten Zustand sind. Wir hatten ja vor einigen Jahren den Otto-Dullenkopf-Park rund erneuert und komplett ersetzt durch eine neue Anlage. Aber die anderen Anlagen am NCO-Club in Daxlanden, an der Günter-Klotz-Anlage, da gibt es Probleme, dass die qualitativ an manchen Stellen nicht mehr so gut sind. Schlechter Belag, auf dem man überhaupt nicht gerne fährt, oder eine Tischtennisplatte, die in der Anlage drin steht und ein Risiko darstellt. Oder auch, dass am NCO-Club werden jetzt die Rampen abgebaut, weil die kaputt sind, aber es wurde halt kein Ersatz besorgt. Und da geht es einfach darum, dass auch die anderen Anlagen außer der Otto-Dullenkopf-Park auch weiterhin attraktiv bleiben, dass man quasi sich in allen Stadtteilen in Karlsruhe noch vor Ort skaten kann und nicht quasi alle nur im Otto-Dullenkopf-Park skaten kann, weil von Daxlanden aus oder der Neureuth-Heide oder so ist es doch ein recht weiter Weg. Sehr schön, dann freue ich mich, dass du heute da warst und dass du sehr wahrscheinlich bei den nächsten Schritten sehr konkret mitarbeiten wirst. Vielen Dank.